Die Formel 1 ist die Königsklasse des Motorsports. Die schnellsten Rennwagen der Welt, über 700 PS. Das Gewicht bis ins letzte Gramm austariert, jedes Bauteil sorgfältig und exklusiv angefertigt. Das ist die Spitze der Ingenieurskunst. Das Formel 1 Elite-Team Williams F1 öffnet für National Geographic zum ersten Mal die Türen zu seiner modernen Megafabrik. Und zwar im wichtigsten Moment seiner glanzvollen Geschichte. Modernste Technik und die Mitarbeit jedes Einzelnen sind gefragt, als die Williams Megafabrik ein Rennen gegen die Zeit gewinnen muss, um ein Siegerfahrzeug zu bauen und den Formel 1-Traum auch in Zukunft weiterleben zu können. Formel 1 Rennwagen Williams FW33. Der modernste Fahrzeugtyp der Welt. Millionen Dollar pures Rennvergnügen. Ein wahres Kraftpaket. Von 0 auf 100 in 2,3 Sekunden. Von 320 km/h zum Stillstand in weniger als 3 Sekunden. Ein getuntes und perfekt geschnittenes Meisterwerk des Maschinenbaus. Ein Formel-1-Rennwagen ist mehr als ein Auto. Das Team von Williams F1 hat sich voll und ganz dem Rennsport verschrieben. Das beweisen die über 100 Siege. Wir haben eine glänzende Geschichte in der Formel 1. Seit mehr als 3 Jahrzehnten fahren wir Rennen und sind eines der größten und erfolgreichsten Teams in der Geschichte des Sports. Ein Unternehmen wie Williams ist eine feste Einheit. Wir versuchen, die schnellsten und fortschrittlichsten zu sein, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Der Formel 1 Rennkalender setzt das Werk stark unter Druck. 500 Williams-Angestellte arbeiten auf das Großsportereignis hin. In der Williams-Megafabrik sollen die Fahrzeuge mittels innovativer Technik und spezialisierten Produktionsstrecken noch schneller gemacht werden. Die Williams F1 Rennwagen sind in einem ständigen Entwicklungsprozess. Der Morgen bricht an im englischen Oxfordshire. Am Hauptsitz von Williams F1 treffen die Teams vom letzten Rennen in Italien ein. Sie sind 9 Stunden durch die Nacht gefahren, um rechtzeitig zurück zu sein. Die LKWs haben 2 Formel-1-Rennwagen in Einzelteilen geladen. Es ist Dienstagmorgen. Mit Sonnenaufgang beginnt das Team, den LKW zu entladen. Dies ist die Rennwagenfertigung, die Race Bay. In weniger als 4 Tagen müssen die Wagen wieder vollständig zusammenmontiert sein. Die nächsten Rennen der Saison warten im pazifischen Raum und im Nahen Osten. Das Team muss bis Freitagabend fertig sein, sonst verpassen die LKW ihren Flug. Zeitlichen Spielraum gibt es nicht.
Wir sind erst heute, am Dienstag, zurückgekommen. Alle Teile müssen bis Freitag gewartet sein. Der Zeitdruck ist enorm. Es gibt viel zu tun und alle sind in Eile. Während der Formel 1 wird im Werk rund um die Uhr gearbeitet. Williams schläft nie. Tim Newton ist Produktionsleiter bei Williams F1. Er muss sicherstellen, dass alle Bereiche der Fabrik rund um die Uhr zusammenspielen. Viele Aufgaben gehen ineinander über. Das heißt, in allen Bereichen wird rund um die Uhr gearbeitet. So entsteht ein permanenter Arbeitsfluss. Jeder der Angestellten muss stets das nötige Equipment parat haben, um die anfallende Arbeit erledigen zu können. Der Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen. Egal was passiert, wir arbeiten so lange, bis alles erledigt ist. Während das Werksteam unter Zeitdruck arbeitet, steht auch das Management von Williams F1 vor einer großen Herausforderung. In den letzten Jahren ist das Sponsoring viel schwieriger geworden. Das liegt zum Teil an der weltweiten wirtschaftlichen Instabilität seit 2007 und 2008. Das Unternehmen Williams besteht schon seit vielen Jahren. Aber der Wettbewerb an der Spitze der Formel 1 ist kostspielig. Konkurrenten investieren bis zu 320 Millionen Dollar jährlich. Seit einiger Zeit tut sich Williams schwer damit, einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern. In den letzten 10 Jahren sind die Kosten für die Teilnahme an der Formel 1 enorm gestiegen. Für mittelgroße Teams wie Williams ist es schwer geworden, konkurrenzfähig zu bleiben. Williams F1 will wieder an die Spitze kommen. Um das zu finanzieren, muss die Unternehmensleitung das Geschäft auf einen Bereich abseits der Rennstrecke ausweiten. Williams weiß, dass die größte Stärke der Firma im Know-how seiner Ingenieure liegt. Die Formel 1 hat die Kohlefasertechnologie bei Sportwagen nach vorne gebracht. Das Team ist der Überzeugung, dass Formel-1-Technik auch in anderen Geschäftsbereichen von Nutzen sein könnte. Technisch gesehen sind wir immer auf dem neuesten Stand. Ich finde es interessant herauszufinden, in welchen Bereichen die Technologie aus der Formel 1 noch Fortschritte bringen könnte. Zusätzliche Einnahmen könnten der Schlüssel zum Erfolg auf der Rennstrecke sein. Deshalb sucht Williams nach einer Idee, die sich auf dem breiten Markt verkauft. Das Team, das sich bisher auf den Bereich des Rennsports konzentriert hat, betritt Neuland. In der Race Bay arbeitet das Team auf Hochtouren. Den Anfang macht das Chassis. Es ist das Herzstück, an das alle anderen Teile des Fahrzeugs angebaut werden. Das Chassis ist das Rückgrat des Wagens. Es ist der wichtigste Teil, der alles zusammenhält. Und es ist die Fahrerkabine. Motorsport ist sehr gefährlich. Es hat schon hunderte schwere Unfälle auf der Rennstrecke gegeben. Bei einem Aufprall von 290 km/h wirken Kräfte von über 50 G auf den Fahrer. 1994 starb Formel-1-Legende Ayrton Senna, nachdem sein Fahrzeug in eine Absperrung raste. Beim gleichen Grand Prix starb noch ein weiterer junger Rennfahrer. Seit diesem Unglückswochenende wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Das moderne Formel-1-Chassis bzw. Cockpit besteht aus 60 Kohlefaserschichten. Die äußere Schicht ist aus kugelsicherem Zylon, das den Fahrer vor herumfliegenden Teilen schützt. Das als Überlebenszelle bekannte Cockpit ist mit Abstand der stabilste Teil des Fahrzeugs. 2011 kam der IndyCar-Fahrer Dan Weldon bei einem Crash ums Leben. Doch seit Senna ist kein Formel-1-Rennfahrer mehr tödlich verunglückt.
Bis auf das robuste Chassis sind die Teile eines Formel-1-Wagens nicht für die Ewigkeit geschaffen. Sie werden mit Höchstgeschwindigkeiten über den Parcours gepeitscht und müssen Bremsungen in voller Fahrt standhalten. Die mechanische Beanspruchung in der Formel 1 ist brutal. Immer an der Spitze zu sein und zu gewährleisten, dass alle Autoteile voll funktionsfähig sind, legt Williams für jedes Teil eine Lebensspanne fest. Dieses Leben wird in Entfernung gemessen. Die Abnutzung wird also durch zurückgelegte Kilometer bestimmt. Das Team weiß genau, wann die Zeit abgelaufen ist. Bis zum Ende der Woche müssen mehrere hundert Teile ausgetauscht werden. Viele Teile des Fahrzeugs verfügen über eine begrenzte, vordefinierte Lebensdauer. Sie werden regelmäßig ausgetauscht. In der Race Bay hat das Team ein Getriebeteil ausgebaut, dessen Lebensdauer abgelaufen ist. Dieses Teil hat ausgedient. Derek kann uns zeigen, dass es 11.500 Kilometer zurückgelegt hat. Es muss ausgetauscht werden. Eine Wartung reicht nicht. Es ist unbrauchbar geworden. In der Formel 1 werden viele einzigartige Spezialanfertigungen eingesetzt. Jedes Zahnrad und jede Schraube wird für Williams entwickelt. Viele Teile stellt das Williams-Werk sogar selbst her. Im Zentrum des Werks liegt die Maschinenhalle. Hier gibt es 23 automatische Drehmaschinen. Die Drehmaschine kann anhand von 3D-Plänen jedes beliebige Teil exakt nachbauen. Dieses Teil haben wir vorhin schon gesehen. Es hat viele Kilometer zurückgelegt und muss ausgetauscht werden. Hier haben wir einen großen Aluminiumblock, aus dem das neue Teil gemacht wird. Es wird 28 Stunden nonstop bearbeitet. Sobald der Block in die Maschine geladen ist, werden automatisch Schneidwerkzeuge ausgewählt. Die Keramikspitze rotiert mit bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute. Das entspricht über 300 Umdrehungen pro Sekunde. Sie schneidet eine komplizierte 3D-Form heraus. Durch die enorme Reibung muss das Material ständig gekühlt werden. Hier haben wir das gleiche Teil, nagelneu, bei Williams hergestellt. Die modernen Formel-1-Fahrzeuge sind im Vergleich zu denen vor 30 Jahren weitaus fortschrittlicher. Williams beschäftigt heute etwa 500 Mitarbeiter. In unserem ersten Jahr waren es gerade mal 8. Patrick Head ist Konstruktionsleiter und Miteigentümer von Williams. 1977 gründete Sir Frank Williams das Team und holte seinen alten Freund mit an Bord. Er brachte sehr gute Ideen in den Entwicklungsprozess von konkurrenzfähigen Rennwagen ein. Genau das brauchte das Unternehmen. Ich war beeindruckt von Franks Begeisterung und Enthusiasmus für den Rennsport. Ich kümmerte mich also um die Entwicklung und den Betrieb und Frank kümmerte sich um die Finanzierung. 1979, nur 2 Jahre nach der Gründung, gewann Williams bereits seinen ersten Grand Prix auf der heimischen Strecke in Silverstone. Es war ein schöner Tag und ein wichtiger Sieg. Es war ein befriedigendes Gefühl. Seit diesem ersten Sieg in Silverstone 1979 habe ich eine starke Abneigung gegen das Verlieren entwickelt. Dieser Sieg war der Beginn einer lang anhaltenden Ära des Erfolgs.
Williams wurde zur Formel-1-Legende. Bekannt für innovative Entwicklungen und eisernen Siegeswillen, produzierten Frank und Patrick eine Reihe von Siegerfahrzeugen. Wenn ein Team über die nötigen Mittel verfügt und zu einem Grand Prix fährt, muss es danach streben, als Erster oder Zweiter durchs Ziel zu kommen. Das ist doch der Grund, warum man überhaupt teilnimmt. 7 Fahrerweltmeister und 9-mal Konstrukteursweltmeister. Diese Bilanz macht Williams zu einem der erfolgreichsten Teams in der Geschichte der Formel 1. Das heutige Williams-Team will an die siegreiche Tradition anknüpfen. Eine Abteilung arbeitet besonders hart daran. Jason Somerville ist der neue Leiter der Abteilung Aerodynamik. Wir arbeiten an der Optimierung der aerodynamischen Effizienz. Der Unterschied zwischen einem schnellen und einem langsamen Fahrzeug liegt häufig in der Aerodynamik. Jedes Teil des Bodies eines F1-Fahrzeugs ist aerodynamisch geformt. Ein stromlinienförmiges Auto ist windschnittiger, aber bei der Formel 1 muss die Aerodynamik auch für Bodenhaftung sorgen. Der sogenannte Abtrieb wird durch Luftströme erzeugt, die das Fahrzeug auf den Boden drücken. Das ist bei der Formel 1 ein wichtiger Faktor. Die Rennwagen sind so schnell, dass sie ohne Abtrieb gar nicht zu fahren wären. Bei perfekt abgestimmter Aerodynamik haften sich die Reifen an den Bodenbelag und das Fahrzeug liegt sicher in den Kurven. Dadurch werden auf der Rennstrecke enorme Geschwindigkeiten erreicht. Frontflügel ist besonders wichtig. Im Grunde funktioniert er wie eine Flugzeugtragfläche, nur umgekehrt. Anstatt Auftrieb zu geben, drückt er das Fahrzeug nach unten. Der Frontflügel hat großen Einfluss auf den Luftstrom weiter hinten am Fahrzeug. Wenn er gut auf den Heckflügel und den Boden des Wagens abgestimmt ist, erreichen wir damit, dass der Rennwagen schneller durch die Kurven kommt. Bei Höchstgeschwindigkeit ermöglicht der aerodynamische Abtrieb eine Seitenführungskraft in Höhe des 3,5-fachen seines Eigengewichts. Ein Formel-1-Wagen könnte also theoretisch an der Decke fahren. Mittwochmorgen. Jason hat ein dringendes Meeting mit den Entwicklern. Wochenlang haben sie an einem innovativen neuen Frontflügel getüftelt. In der Simulation macht er einen guten Eindruck. Wir sind mit dem neuen F12-Flügel sehr weit vorangekommen. Er ermöglicht einen stärkeren Luftmassenstrom zum Ende des Hecks. Daran arbeiten wir schon die ganze Saison. Wir sind fast am Ziel. Okay, wir sollten ihn im Windtunnel testen. Jason ist davon überzeugt, dass die Entwickler auf dem richtigen Weg sind. Aber er will mehr sehen als nur Computersimulationen. Das ist der Windtunnel. Er ist der ganze Stolz des Williams-Werks. In ihm können wichtige Daten zur Aerodynamik gewonnen werden. Andere Teams beneiden Williams darum. Um Zeit und Material zu sparen, ist das Testmodell 40% kleiner als das Original. Modellbauer stellen verkleinerte Replikate der neuen aerodynamischen Teile her. Während die rollende Straße Fahrt aufnimmt und der Wind über das Modell fegt, übermittelt ein Messfühler Daten an Jason und die Techniker. Dadurch wissen sie, wie stark das Fahrzeug auf den Boden gedrückt wird. Wir konnten den Abtrieb verbessern. Wenn wir im Windtunnel etwa eine Zehntelsekunde bei einem durchschnittlichen Grand Prix gut machen, sind wir zufrieden.
Wir haben die Leistung verbessert. Der neue Frontflügel sorgt für erhöhten Abtrieb. Jason weiß, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Die Windtunnel-Ergebnisse sehen gut aus. Wir sprechen jetzt mit dem Entwicklungsleiter und dann geht es an die Herstellung. Das Team beginnt mit dem Pitstop-Training. Ein Pitstop kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ein Fehler genügt und der Fahrer fällt mehrere Plätze zurück. In der Formel 1 besteht die Crew aus den Mechanikern des Rennteams. Sie machen den Job nicht hauptberuflich. Neben ihrem normalen Arbeitsalltag müssen sie sich auf die Rennen vorbereiten. Bei einem Pitstop sind 27 Mann nötig, damit das Fahrzeug nach 3 bis 4 Sekunden weiterfahren kann. Das klappt nur, wenn jeder genau weiß, was er zu tun hat. Damit es so schnell wie möglich geht, sind für jeden Reifen 3 Mechaniker zuständig. Das gesamte Team muss perfekt aufeinander abgestimmt sein. Der Rennteamleiter beobachtet mit Stoppuhr jeden einzelnen Mitarbeiter. Ein guter Stopp dauert nicht länger als 4 Sekunden. Man steht unter Druck. Wir haben alle schon Fehler gemacht, aber meistens üben wir so viel, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Die Sonne geht unter. Im Williams-Werk kämpft nun die Nachtschicht um die Einhaltung des Zeitplans. Auf der Suche nach lukrativen Möglichkeiten ist die Williams-Geschäftsführung einen wichtigen Schritt weiter. Die Spezialabteilung Williams Hybrid Power hat eine F1-Technologie entwickelt, die auch auf dem kommerziellen Markt Chancen haben könnte. Die Technologie war beim Test mit einem Formel-1-Fahrzeug vielversprechend. Uns wurde klar, dass wir sie auch außerhalb der Formel 1 einsetzen könnten. Es ist ein System, mit dem kinetische Energie zurückgewonnen werden kann. Dieses sogenannte Kinetic Energy Recovery System, kurz KERS, speichert die Energie, die beim Bremsen entsteht, und wandelt sie in Antriebskraft um. Während die meisten F1-Teams eine herkömmliche Batterie verwenden, nutzt Williams ein alternatives mechanisches System. Beim Bremsen wird die Reibungsenergie in Elektrizität umgewandelt. Dadurch setzt sich ein magnetisches Rad im Inneren in Bewegung, das sich mit hoher Geschwindigkeit dreht. Der Fahrer drückt dann auf einen Knopf und kann die Energie des sich drehenden Schwungrads zur Erhöhung der Fahrleistung nutzen. Die Geschäftsleitung ist von der innovativen Technologie beeindruckt. Das Schwungrad ist äußerst effizient. Wir sind begeistert von der KERS-Technik. Wir alle kennen die Grenzen chemischer Batterien. Deshalb ist diese Idee großartig. Es ist eine wesentlich effektivere, kleinere, leichtere und billigere Alternative. Umweltverträglicher ist sie auch. Es ist toll, dass wir eine umweltfreundliche Form der Energieerzeugung gefunden haben. Diese Technologie könnte die Formel-1-Welt verändern. Bei Williams ist man überzeugt, dass sich die Idee zu einer lukrativen Einnahmequelle entwickeln lässt. Das Schwungrad soll gebaut werden. Wir investieren weiterhin hohe Summen in das Unternehmen, weil wir glauben, dass diese neue Technologie auch in anderen Bereichen Anwendung finden wird. Der finanzielle Aufwand ist enorm. Die Hybridtechnologie von Williams muss sich gut verkaufen. Die zusätzliche Einnahmequelle durch den Bereich Williams Hybrid Power ist äußerst wichtig. Die Neuentwicklung wird dem Team entweder helfen oder sie wird sich als teurer Fehler herausstellen.
der venezolanische Williams F1-Rennfahrer Pastor Maldonado. Pastor ist GP2-Champion und Profi-Neuling in der Formel 1. Als Formel 1-Fahrer für Williams zu fahren, ist ein Traum. Es ist ein tolles Gefühl, hinterm Steuer zu sitzen und die Kraft und die Technik zu spüren, die in dem Wagen stecken. Ich lebe gerade meinen Traum. Der Adrenalinspiegel ist hoch. Das Adrenalin kontrolliert all deine Sinne. Das Auto wird mit jedem Rennen und jedem Test besser. Die Formel 1 und Williams entwickeln sich ständig weiter. Pastor Maldonado fährt als Teamkollege von Formel 1-Veteran Rubens Barrichello. Williams setzt große Hoffnungen in den Formel 1-Neuling. Das Unternehmen hat ihm einen spanisch sprechenden Ingenieur zur Seite gestellt. Xavi Pujolar. Nach jedem Rennen vergleichen wir Pastors Eindrücke auf der Strecke mit unseren Beobachtungen. Es wird eng zusammengearbeitet, denn Fahrer und Wagen sollen optimal aufeinander abgestimmt sein. Durch Pastors Informationen zum Fahrgefühl kann herausgefunden werden, in welchen Bereichen man noch etwas verbessern könnte. Zu diesem Zweck hat die Williams Megafabrik einen der modernsten Rennsimulatoren der Welt entwickelt. Der Simulator hier bei Williams ist einer der besten in der Formel 1. Er ist viel besser als jedes Computerspiel. Alle Rennstrecken der Welt wurden mit einem Laser gescannt und in 3D dargestellt. Jedes Detail, jede Unebenheit oder Kurve wird in das System eingespeist. Pastor macht heute einen Test im Simulator. Er probiert Rennstrecken und Nachtrennen aus, die er noch nicht kennt. Für Neulinge ist der Simulator wichtig, um die Arbeit mit den Konstrukteuren kennenzulernen. Man lernt, Problembereiche des Wagens zu erklären. Wenn er Verbesserungen oder Verschlechterungen feststellt, dann gleichen wir die mit unseren Daten ab und können aus den Schlüssen Veränderungen vornehmen. Ich bin mit Mindestgeschwindigkeit in Kurve 10 gefahren, das war okay. Aber als ich aufs Gas ging, war der Wagen zu leicht. Noch ein Versuch? Im Simulator werden sogar neue Bauteile getestet. Die Windtunnelergebnisse des neuen Frontflügels werden ins Programm eingegeben. Dann begibt sich Maldonado im Simulator auf eine weitere Testfahrt. Neue Teile testen wir zuerst hier. Wenn alles funktioniert und wir Potenzial sehen, denken wir über eine Produktion nach. Im Kontrollraum hat Xavi einen Überblick über alle Leistungsdaten. Er kann genau sehen, wie Pastor fährt und ob das Fahrzeug besser geworden ist.
Ist es in den Kurven anders als vorher? Nein, kein großer Unterschied. Er untersteuert weniger. Die neue Aerodynamik ist fantastisch. Wir haben mehr Abtrieb. Die Verbesserung durch den neuen Frontflügel ist eindeutig. Es ist ein Erfolg für den Leiter der Aerodynamikabteilung Jason Somerville. Nun muss er gemeinsam mit dem Team entscheiden, ob das neue Teil in Produktion gehen soll. Jason muss die Geschäftsleitung davon überzeugen, dass sich die Produktion des neuen Designs lohnt. Wir haben Verbesserungen auf der gesamten Strecke festgestellt. 6 oder 7 einfache Änderungen an der Geometrie haben dafür ausgereicht. Die Entscheidung fällt nicht leicht. Der neue Frontflügel könnte die Leistung steigern, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und die Produktion kostet Zeit, Geld und Arbeitskraft. Da hängen noch ein paar neue Komponenten dran. Und die kosten noch mehr Zeit. Ich denke, dass diese Änderung notwendig ist. Und schaffen wir das bis Singapur? Ich denke schon. Die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. Jason bekommt grünes Licht. In 2 Tagen muss alles fertig sein. Donnerstag. Verantwortlich für die Produktion des Frontflügels sind Tim Newton und sein Team. Man weiß nie, ob ein neues Bauteil einen Unterschied machen wird. Bei der Produktion neuer aerodynamischer Teile sind viele Maschinen und Mitarbeiter involviert. Fachliches Know-how ist gefragt. Die Termine bei der Produktion bringen die Megafabrik an ihre Grenzen. Alle Abteilungen müssen Hand in Hand arbeiten, damit wir die richtigen Teile zur richtigen Zeit bekommen. Die Abteilung Verbundwerkstoffe und Autoklaven. Eine 5-achsige automatische Fräsmaschine. Zuerst wird eine Schablone des Frontflügels ausgeschnitten. Die Fräse entfernt bei jedem Durchgang nur eine hauchdünne Schicht. So wird sichergestellt, dass die Maße der Schablone exakt sind. Dann kommt die Schablone in den Verbundwerkstoffraum. Hier wird mit Hilfe der Schablone eine Form hergestellt. Diese Form ist das negative Abbild des Endprodukts. Im Verbundstoffraum werden maschinell verschiedene Teile aus einer Kohlefaserplatte ausgeschnitten. Das sind die Ausschnitte, die einen Teil des Frontflügels bilden. Ein Techniker legt die Ausschnitte in der Form einzeln übereinander. Jede Lage hat eine bestimmte Struktur. Dadurch, dass bei jeder Schicht der Winkel leicht verändert wird, wird das Bauteil widerstandsfähiger. Es ist ein kompliziertes Verfahren, das höchste Konzentration erfordert. Damit sich die Kohlefaserschichten an die Form anpassen, muss das Ganze in einen Vakuumbeutel. Beim Herauslassen der Luft schmiegen sich die einzelnen Lagen an die Vorlage an. Nun kann das Teil erhitzt werden. Kohlefaser verwandelt sich in ein steifes, robustes Material, in dem sie langsam in einem großen Druckbehälter, dem Autoklav, erhitzt wird. Die Stahltüren sind 10 cm dick. Alle 45 Kohlenstofffaserteile, die den Frontflügel bilden sollen, sind nun fertig. Jetzt können die Teile zusammengesetzt werden. Der Frontflügel ist wie ein kompliziertes Puzzle.
Er wird jetzt für das Kleben vorbereitet. Der Flügel wird geklebt, getrocknet und abschließend gereinigt und geprüft, bevor er eingesetzt werden kann. Es ist nur eines von vielen Teilen, das sich noch in der Produktion befindet. Noch ist nicht sicher, ob alles rechtzeitig fertig wird. Während im Werk fieberhaft gearbeitet wird, gibt es gute Neuigkeiten von Williams Hybrid Power. Die Investition des Teams zahlt sich aus. Porsche hat sich in die CARS-Technologie eingekauft. Es ist fantastisch, dass wir Porsche als ersten Kunden für Williams Hybrid Power gewinnen konnten. Mit der Marke wird man gern in Verbindung gebracht. Es ist wichtig für Williams Hybrid Power, dass ein so prestigeträchtiges Unternehmen unser erster großer Kunde ist. Porsche setzt das CARS-System in seinen Langstreckenrennwagen ein. Es hat sich auf der Rennstrecke bewährt. Daraufhin setzt der Automobilhersteller CARS auch im neuen 918 RSR ein. Vielleicht wird es bald auch in Serienfahrzeugen eingebaut. Die Tatsache, dass Sie unsere Technologie für Ihren Rennwagen verwenden, ist ein Beweis unserer erfolgreichen Markterweiterungsstrategie. Die Abteilung Williams Hybrid Power wird beim Verkauf des CARS-Systems außerhalb der Formel 1 eine wichtige Rolle spielen. Das ist der Stoff für eine großartige Geschichte. Die Formel 1 ist auch außerhalb des Sports von großem Nutzen. Die finanziellen Gewinne und der Erfolg sind ein großer Ansporn für Williams. Das zusätzliche Geld wird in das Renngeschäft investiert. Freitag. Fertigstellungstermin. Das gesamte Team der Race Bay ist bei Sonnenaufgang bereits auf den Beinen. Die Fahrzeuge müssen montiert und dann als Luftfracht verpackt werden. Das Zeug muss spätestens um 6 Uhr raus. Es geht um die Formel 1, also muss alles rechtzeitig fertig werden. Bei Problemen kann es sein, dass wir bis 6 Uhr hier sind. Es sieht sogar ganz danach aus. Die Fahrzeuge müssen in einer bestimmten Reihenfolge montiert werden. Mit dem Chassis wird begonnen. Wenn Teile noch in der Reparatur sind oder im Werk neu produziert werden müssen, sind den Ingenieuren in der Race Bay die Hände gebunden. Dann heißt es warten. Man wartet immer auf das nächste Teil des Puzzles. Ein echtes Geduldsspiel. Ein Kohlefaserquerlenker ist eingetroffen. Der kann schon mal eingebaut werden. Aber das neue Getriebeteil ist noch nicht fertig. Es muss noch in den Belastungstest. Die Kraft eines Formel-1-Wagens offenbart selbst mikroskopisch kleine Schwachstellen. Der kleinste Fehler kann das gesamte Rennen gefährden. Das Getriebeteil kommt auf den Prüfstand. Der bringt etwa die gleiche Leistung wie ein Formel-1-Motor. Er erreicht knapp 290 km/h und wechselt die Gänge. Das neu produzierte Teil hat bestanden. Endlich kann das Team die Getriebebox an den Motor schrauben. Bei der Formel 1 sind Motor und Getriebe ineinander integriert. Sie halten die Rückräder am Chassis. Bei voller Leistung verbraucht ein Formel-1-Motor 450 Liter Luft pro Sekunde. Pro Saison können leicht bis zu 8 Motoren verschlissen werden. Ein Lenkrad wurde erneuert. Fast alle Steuerknöpfe des Fahrzeugs befinden sich auf dem kleinen Lenkrad. Schaltung, Kupplung und CARS-Verstärkung. Es gibt sogar einen Knopf für die Trinkflasche. Wenn der Fahrer ihn drückt, wird durch den Helm Wasser in seinen Mund gespritzt.
Gegen Nachmittag nehmen die Fahrzeuge langsam Gestalt an. Leider bringt ein Problem den gesamten Zeitplan in Gefahr. Wir warten auf die Bodenplatten. Wenn wir die haben, sind wir fertig. Aber momentan stockt es ein bisschen. Das Team muss noch auf mehrere Teile warten, bevor das Fahrzeug fertig für den Abtransport ist. Diese Palette kann nicht raus, bis wir einen Boden bekommen. Es ist ein echtes Geduldsspiel. Damit während des Transports nichts kaputt geht, wird alles in einer genauen Reihenfolge verpackt. Wenn etwas fehlt, wird der Rest auch nicht eingepackt. Es ist die letzte Nacht, bevor die Mitarbeiter für mehrere Wochen von zu Hause fort sein werden. Und es sieht so aus, als müssten sie Überstunden machen. Ein Teil ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Der neue Frontflügel. Er geht jetzt in die Stickerwerkstatt. Die Sponsorenlogos müssen perfekt platziert werden. Sie müssen richtig glatt sein, damit sie die Aerodynamik nicht beeinträchtigen. Um Gewicht zu sparen, sind die Aufkleber extra dünn. Endlich ist der Frontflügel fertig. Von der Entwicklung, dem Windtunnel, zu den Verbundstoffen und der Race Bay hat dieses neue Bauteil alle Abteilungen der Megafabrik von Williams F1 durchlaufen. Sämtliche Mitarbeiter und Maschinen haben mitgeholfen, die Leistung um Zehntelsekunden zu verbessern. Einen solchen Einsatz gibt es nur in der unglaublichen Welt der Formel 1. Der pünktlichen Abreise steht jetzt nichts mehr im Weg. Die Mitarbeiter sind erleichtert. Sie können noch eine letzte Nacht zu Hause verbringen, bevor sie wochenlang unterwegs sind. Für heute hat die Megafabrik alle Arbeit erledigt. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn es das Werk verlässt. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Wenn wir auspacken, sind wir schlauer. Nach einer erfolgreichen Woche werden die Lichter in der Race Bay gelöscht. Für Williams F1 sieht die Zukunft rosig aus. Mit den neuen Einnahmen durch Hybrid Power bleibt das Unternehmen konkurrenzfähig und wird auch in Zukunft ganz vorn mitfahren. Ein echter Ansporn für die Sparte, die Williams wirklich am Herzen liegt, die Formel 1. Williams hat ein starkes Fundament, und zwar die Königsklasse des Motorsports, die Formel 1. Frank und mich wird es sehr freuen, Williams wieder auf dem Treppchen zu sehen. Warum nur den vierten oder dritten Platz anstreben? Warum nicht den ersten? Dank der Megafabrik und all den Menschen, die darin arbeiten, lebt die Legende von Williams Formula One weiter.